Hallo YouTube, hier ist Boogie Kraxen. Heute war ein sehr milder Frühsommertag und es ist schon 18.30 Uhr. Ich bin hier im Wald und möchte hier übernachten, da das Gelände sehr abschüssig und uneben ist. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Werde ich hier einfach meine Hängematte aufbauen. Wie es aussieht, das Setup zeige ich später. Bleibt also dran. Ja, das Tarp ist aufgebaut und die Hängematte hängt bereits darunter. Ja, sieht jetzt vielleicht etwas hoch oder etwas weit entfernt vom Boden aus. Ich kann da die Abspannleinen von der Hängematte und vom Tarp gerade so erreichen. Es ist allerdings sehr abschüssig da, man kann es wahrscheinlich in der Kamera nicht erkennen. Und wenn ich mich reinlege, ich habe vorhin schon Probe gelegen oder gesessen, dann ist mein Hintern bloß 30 cm vom Boden entfernt, also so wie es eigentlich sein sollte. Es ist gerade so hoch genug sozusagen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen YouTube. Logenplatz für den Sonnenaufgang. Es ist einfach nur herrlich. Die Vögel sind sehr aktiv. Gezwitscher überall rundherum. Ein kleiner Rundblick aus meiner Hängematte in meine Stiefelgarage. Einerseits, damit sich kein Krabbelviehzeug verirren kann und andererseits, damit die trocken bleiben. Und im Hintergrund der sonnendurchflutete Wald. Es ist einfach nur ein Traum. Ja, die Feuerstelle vom letzten Mal habe ich vorbereitet. Und hier drinnen sind Wattebällchen versetzt mit Vaseline. Ist ein bombiger Zunder. Wenn man das hier so auseinanderzieht, dann sieht das schöne feine Fäden, die üblicherweise Funken vom Feuerstahl sehr leicht aufnehmen und schon. Ja, meine Vorspeise ist schon am Köcheln. Tomatensuppe aus dem Beutel. Ich werde es dann auskühlen lassen und mir schmecken lassen. Ja, Suppe ist verputzt. Ich habe selbstverständlich nicht alles aufgegessen. Ein wenig was habe ich
übrig gelassen für die Tiere hier im Wald, sozusagen als Dankeschön. Ja, Abwasch gehört nicht unbedingt zu meinem Lieblings Tätigkeiten. Ich habe hier schon etwas Wasser reingegeben, damit es nicht antrocknet und alles anklebt. Und ich werde mir hier einfach etwas Gras ausleihen. Und das hier sauber auswischen. So gut es halt geht. Und dann ist der Topf beinahe schon wieder einsatzfähig für den nächsten Gang. Ich bin gerade dabei, mir etwas Gemüse zuzubereiten, ein wenig rösten, damit ich meine Soße aufpeppen kann. Und zum Schluss gibt es noch ein Steak. Ja Leute, mein Steak brutzelt schon. Ja, ich hoffe, euch läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen, so wie mir. Hoffentlich ist es bald fertig. Ja, meine Kochaktion ist beendet. Das Deckel ist fertig. Super zart. Innen ein bisschen ja, rosa. So wie ich es gern mag. Ein bisschen zäh. Super. Und die Soße mit der Gemüsebeilage und mit den Champignons macht ja super. Die Chili haben nicht nur eine Schärfe, sondern auch ein Aroma. Die ganze Soße schmeckt nach Chili, aber kein Problem, ich habe Chili gern. Mahlzeit. Ja, der Topf ist leer. Nun geht es zum allseits beliebten Abwasch. Innen habe ich es schon sauber gemacht mit dem Gras, wie zuvor auch. Ja, bekommt man anständig rein, wenn nicht allzu viel angebrannt ist. Außen ja, der Ruß, der Teer und das Harz von den Kohlebriketts und von Holz. Ja, das braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich habe mir hier eine alte Spur gesucht von einem Weg, da dürfte eine Lache gewesen sein vor ein paar Tagen, und das ist ganz ein feiner Abrieb, und diesen Abrieb werde ich hier zum Reinigen verwenden. Schaut vielleicht nicht allzu appetitlich aus, aber es geht an und für sich. Ein bisschen Feuchtigkeit dazu. Es geht sehr, sehr bombig. Das ist ein Edelstahltopf bei Alu oder etwas weicherem als Edelstahl würde ich das allerdings nicht versuchen. Ja, dauert etwas, aber wie man sieht, man bekommt es wieder bombig sauber. Ja, eine weitere Möglichkeit ist da die Asche zu verwenden vom Lagerfeuer als Scheuermittel. Funktioniert besonders gut, wenn der Topf oder die Pfanne verharzt ist. Also bei Harz geht die weiße Holzasche
wirklich perfekt. Ich habe hier Handschuhe angezogen, weil das Zeug ist einigermaßen aggressiv teilweise, und damit ich keine Probleme mit der Haut bekomme, nehme ich die Handschuhe zum Schutz. Der Verschluss hier ist ein neuralgischer Punkt, also ich bekomme den eigentlich nie wirklich hundertprozentig wieder sauber, aber mich stört es nicht. Und die Funktionalität ist sicherlich auch nicht eingeschränkt, wenn hier etwas Schmutz dran ist. Ah, hier ist übergelaufen, Speisereste. Aber auch kein Problem. Und bei dieser Methode, ich brauche eigentlich kein Geschirrspülmittel. Ich habe sicherlich zwar eins dabei, aber ich werde das hier lediglich sauber reinigen und dann noch abspülen und zu Hause nochmals reinigen, aber mit den herkömmlichen Mitteln, also Haushaltsmitteln, da bekommt man den Ruß und das Harz vom Lagerfeuer beinahe nicht runter. Also da nutzt auch der stärkste und kräftigste Schwamm nichts. Da sind mir die natürlichen Mittel eigentlich lieber. Mein Abwasch ist erledigt. Ich habe nochmals alles ordentlich durchgespült und abgetrocknet mit einem Baumwolltuch, also mit einer solchen Bandana. Und wie man sieht, es ist alles einigermaßen sauber geworden. Sieht eigentlich aus wie nach dem ersten Mal benutzen, oder sagen wir mal nach dem zweiten oder dritten Mal benutzen. Ja, die Hände sind dank der Handschuhe auch nicht grün geworden vom Gras. Wenn man Spülmittel verwenden sollte, dann hier draußen selbstverständlich nur das biologisch abbaubare. Und das Spülwasser nicht direkt in ein Gewässer oder neben ein Gewässer entzogen, sondern eine adäquate, unbedenkliche Stelle hierfür suchen. Ich werde selbstverständlich alles zu Hause nochmals durchwaschen und ordentlich verstauen. Ich lasse jetzt noch ein wenig stehen, damit die Sonne die Reste auftrocknen kann. Ja, den Grillrost, den habe ich ganz einfach abgewischt, sodass der ganze Ruß runtergekommen ist und mit den Ölresten vom Steak alles eingerieben und nochmal über die Grillkohlen, und dann hat sich das alles schön eingebrannt, das Öl, gibt eine adäquate Schutzschicht und so rostet der Rost nicht bis zum nächsten Grillen, und der Rucksack wird auch nicht ölig oder rostig. Rucksack ist gepackt und abmarschbereit. Hängematte und Tarp habe ich abgebaut. Hier noch ein kurzer Schwenk in meine Waldidylle. Ja, ich werde dann nochmal kurz nach der Feuerstelle sehen und dann endgültig den Heimweg antreten. Ja, zum Schluss mein Appell wie immer. Geht's raus, bleibt's nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder daheim seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.